Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge L is 19 Hofbergmann. Heute wieder zusammen mit Andi, Bosse und Lupo. Guten Tag. Mahlzeit. Moin. Moin. So viel zum Thema Professionalität und Reihenfolge, ne? Ja, nein, wer von uns erwartet, dass wir professionell arbeiten, der ist hier falsch. So, warum wir hier oben rumhüpfen, das ist nicht etwa, weil wir Langeweile haben und Schafe zählen wollen. Nein, wir wollen die Schweinezuchtanlage kaufen, weil wir festgestellt haben, in die Kuhweide oder in den Kuhhof am Kuhstall am Hof, so rum, jetzt habe ich es, meine Güte, passen irgendwie nicht so viele Kühe rein, wie wir für die Gülleproduktion für die BGA brauchen. Von daher müssen jetzt die Schweine herhalten. So, und Bosse hat übrigens auch ein bisschen Schweinefutter verkauft, deswegen sind wir wieder bei über einer Million und jetzt sind wir nicht mehr bei über einer Million. Weil jetzt gehört uns nämlich, tada, die Schweinezucht. Gülle, Gülle, Gülle. Alles nur für die Gülle. Alles nur für die BGA. So, würde ich sagen, wer kümmert sich um den Antransport der Tiere? Apropos Gülle, wo ist denn hier überhaupt die Güllekrug? Geradeaus, 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 rechts, 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 rechts. Ah. Mit unserem Viehwagen oder sollen wir uns einmieten? Nein, da mieten wir uns einen Sattel. Okay, ich kümmere mich um die Tiere. Die können Wasser und Futter herschleppen. Ja, ich kaufe eben, wo wollen wir denn das Ballenlager hinstellen? Hier vorne nehmen die toten Kühe oder was? Einfach diesen MAN hier, den wir haben, oder welchen? Das billigste. Manni, guck mal. Sich der Platz hier hinten. Oder welchen habt ihr genommen immer? Ich hab den Tatra gemietet, den Dreiachser mit dem Sattel. Also den Standardanhänger. Ja, können wir tun. Ja, dann gibt da nochmal als Mod, was da immer der Unterschied ist. Gut, Ballen, Strob, Quaderballen. 21 Schweine. Nee. Dann nehme ich den jetzt. Zuchtschweine kriegst du, glaube ich, 48 oder was? Nein. Ja, 21 Schweine gehen da rein. Du musst Zuchtschweine kaufen, ne, weißt du? Ach nee, hier in den silbernen, da gehen 36 Stück rein. Warte mal. Unterm Standard-Tiertransport. Zuchtschweine 68 gehen in den A19 rein. Welchen? Den Mod, den Hof Bergmann. Ja, 21 Schweine gehen da rein. Ja, und 68 Zuchtschweine. Wir brauchen Zuchtschweine. So hört der Bengel zu. Ja, also miete den mal im Bett für mich, bevor ich wieder was Falsches mache. So, und da haben wir auch ein Ballenlager. Auch. Ja. Dann werde ich mal gleich den ersten Schwung gestapelter Ballen hier hochbringen. Mhm. Haben wir jetzt eigentlich nur das kleine Wasserfass oder haben wir da auch was Größeres? Wir haben noch nur das 18.000 Liter Fass. Aber es würde ein größeres geben, oder wie? Es gibt ja bloß das größere Wasserfass als Sattel. Kannst auch als Sattelanhänger als Wasserfass nutzen, oder? Du musst halt ein Dolly. Ja. Also ist der Plan mit dem kleinen Wasserfass hier hoch? Warte mal, wir gucken gleich mal was. Erstmal müssen die Ballen loswerden. Dieser Shuttle. Könnt ihr noch vorher die Kühe Wasser geben, sonst. Ja. Die haben, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, was heißt nice wäre, wenn hier ein Wasserträger wäre, aber es sieht nicht danach aus, ne? Nee. Ja. Musst du, glaube ich, immer vom Hof hin kutschieren. Machst die Box voll oder? Was sind jetzt hier die Zucht? Weiß ich nicht, muss ich selber schauen. Mal. Hier sind einmal Schweine, Schweine, Schweine. Ferkel,
Ferkel, Zucht. Zuchtschweine, ja, ne? Ja. Ui. LKW-Mühle. Gut, dann kaufe ich jetzt Zuchtschweine. LKW-Mühle? LKW-Mühle. Oh, ja, auf, komm. Na? Ich kuppel doch mal. Ich muss den Anhänger abkuppeln. Wie viel wollen wir denn überhaupt? Ja, so viel wie erstmal in den Anhänger reingehen. Dann müssen wir erstmal sehen, was da. Statt der erstmal den Anhänger abkuppelt. Das wird nix, Andi, mit Anhänger. Anhänger ist voll, ab zur Schweinezucht. Warte mal, wir müssen erstmal den Weg freiräumen, glaube ich. Willst du mal aufhören, hier meine Versuche zu sabotieren, den Anhänger wieder hinzustellen? Danke. Das war jetzt nicht ich. Toll, jetzt stecke ich im Anhänger fest hier, Mann. Ach, hier ist kein Weg dazwischen. Na egal. Nee, da ist kein Weg. Das wird nix. Was macht ihr da eigentlich? LKW müde, LKW schläft. Chef, der Spiegel ist kaputt. Warum? Der LKW liegt drauf. Ja, müssen wir einen neuen LKW kaufen. Spiegel ist kaputt. Nutzt nix. Wir schmeißen uns hier mit dem Anhänger. Ich glaube, das schneiden wir raus, oder? Mein LKW steht! Edgy Badge! Wie deiner steht? Ja. Ich hab so eine blaue Pille in den Tank geschmissen. Dann ist Stoffrohr wieder dort gestanden. So, geht doch. LKW müde. Hast du gesehen, Schwein. Er hat das am am Druckluftanschluss und am Kabel hat er den Anhänger rangezogen. Da hat schon wieder einer Getränkelager überfallen. Wo sollen wir denn, in welchen Stall sollen hier rein? Ist in die 1 erstmal am besten. Wo ist denn hier die 1? Ach, hier vorne. Machst du da das? Ach ne, das Gatter brauchen wir ja nicht aufmachen. Nee, du musst Hause ranfahren. noch ein Stückchen, stopp. Manni? Mhm. Magst du mir so einen Wasserschlauch kaufen? Ich meine, den kann ich doch am Fass mitnehmen seitlich, oder? Ja. Dann würde ich sagen, tu mal bei die Tiere auch einen Schlauch hin. Lass ihn den oben. Jep, mach ich. Hältst du schon? Ja, dauert ein bisschen. Könnt ihr mal aufhören, euch so anzuschreien? Mann! Zicken Terror. Okay, ist da. So, Schweine sind da. Wir haben 32 so und 32 gefleckte, ne, 36 gefleckte und 32 normale. Hauptsache Schwein. Noch mehr oder? War so nicht, wie viel neigert? Ja, 36 mal plus 32, ne? Nö, geil! Soll ich noch ein Fuder holen? Oh! Da hol ich noch ein Fuder. Pizza Sky. Ich hab heute wieder gut gefrühstückt. Ich schmeiß die Ballen hier durch die Gegend. So. Oder was sagt Manni dazu? Er sagt was wozu? Noch mehr Schweine? Ja! Ja, okay. Steht die Frage nicht. Machen wir den Stall voll, wa? Wir holen erstmal noch ein Fuder und dann werden wir sehen. Ich weiß ja nicht, wie schnell die sich reproduzieren, ne? Na, die vermehren sich ziemlich viel, ne? Weißt du.
die normalen Schweine schon mal. Hauptsache, sie produzieren Scheiße. Oh ja. Jetzt ist bloß die Frage, jetzt müssten wir hier irgendwie noch ein Fahrzeug hinbringen, ne? Mhm. Der Fan. Ja, auch zum Ballenschubsen und so. Tja, wäre denn der Radlader sinnvoller? Nein, die Frage ist, kommst du mit dem Radlader in die Stelle rein? Wofür? Ballen reinbringen. So. Wenn du dann Teleskoplader holst? Ja, die Frage ist jetzt, warum willst du in die Stelle rein? Kannst du das nicht auf der Weide abladen, außen im Außenbereich? Geht das nicht? Das weiß ich nicht. Können wir mal ausprobieren? Nimm dir noch mal einen Ballen in die Hand und probiere das aus. So, wir haben nämlich auch ein bisschen aufgerüstet hier. Der große Radlader von der BGA wurde mal kurz ausgeliehen. Dann haben wir uns diesen lustigen kleinen Ballensammler gekauft. Notgedrungen. Notgedrungen. Ging das nicht mit dem Sammelwagen? Wir wollten ja Ballen pressen und Manni wollte keinen Sammelwagen. Nö. Kennst doch Manni. Huch, Was meinst du, wenn wir erstmal so viele Schweine zum Schlachter bringen? Wir sollen die Chance verarbeiten. Der hat ja so eine Kreissäge. Und seine Flex. Nee, ich meine, wer soll die Kisten da ja alle wegschleppen? Anni ist auch noch da. Ihr wisst schon, dass ich ab morgen dann 5 Wochen im Urlaub bin? Ja, hier auf dem Hof Bergmann. Wenn er wiederkommt, gehört uns die ganze Garde. Darfst du eh nur auf Balkon, ja. So. Scheiße. Wo ist mein Strohballen? Ja, der wird jetzt im Stall sein wahrscheinlich. Ach nee, hier. Liegt im Gebüsch. Weil oben werden ja noch... Ach, scheiße. Was denn? Ich will jetzt nichts mehr hören. Ist jetzt... Lupo, du bist jetzt am Wasser machen, ne? Ja, Kühe habe ich gerade voll gemacht. Das Mais ist fast voll und kommt zu euch. Wir müssen gleich noch Schweinefutter herholen. Das ist auch noch da. Kann ich ja zwischendurch schnell noch machen. Das ist schon fertig. Ja, holen meine ich. Ja, ach so, ein Schwertransport auf dem Weg. Manni ist nicht da, sehr schön. Wie's? Ich krieg Angst. Harmlos. Vorsicht, ich will kein Wort hören. Ich seh dich nicht, ich hab das Menü offen. Gut, passt. Haben wir noch einen Anhänger irgendwo? Nein. Na, ja, warte, dann nehme ich erstmal den. Wo ist denn der Fendt? Der steht da auch noch. Also wir haben jetzt 66... Der Fendt steht bei der Seemaschine. 66 normale und 70 fleckige. Ja, reicht doch. Nee, geht wirklich nur im Stall. Na, reicht doch. Glaub mir doch halt einfach mal. Wer hat denn den... Oh. Den Radlader hier so abgestellt. Aber ich denke, du müsstest mit dem Radlader da reinkommen. Normal, ja. Ja, willst du jetzt einen großen Radlader da oben hinstellen? Ja, einen kleinen. Halt, Ach, da hinten ist das Ballen da. So ein Torion 639. Den ganz kleinen. Ja. Der hebt aber die 8-Tonnen-Schaufel nicht, ne? Wieso 8 Tonnen? Was willst du denn jetzt mit der 8-Tonnen-Schaufel? Schweinefutter reinfahren? Anhänger können wir mit dem Anhänger. Das können wir einmal mit einem Tag mit dem Anhänger machen.
Oder du nimmst eigentlich so ein Teleskoplader. Was ist denn hier der Tank eigentlich fürs Wasser? Ich hätte jetzt sonst gedacht, Hey, den kleinen Money to Money. Den MLAT bei den Teleskoplader. Teleskoplader. Das ist ja im Prinzip das gleiche wie der Kramer, ne? Bloß ein ganz kleines bisschen größer, glaube ich. Richtig. Ja. Vielleicht ist der dann dadurch auch ein wenig stärker. Ist ja definitiv, der hat ja auch mehr PS. So. Brauchen wir den LKW noch? Ich habe ein Problem. Was denn? Der gerade eben das Fass gefüllt und jetzt entleert das wieder. Hast ein Haar nicht zugemacht? Hast du umgeschalten über Y? Eigentlich nicht. Ach. Hä? Scheiße. Nee, da hinten, der Schlauch ist vom Wasser weggegangen. Warum? Bist ein Stück vorgefahren aus Versehen. Nicht, dass ich wüsste. Also nicht mit Absicht. Hm. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall noch mehr Anhänger kaufen. Jetzt. Das ist ja wohl kein Thema. Ein, zwei brauchen wir, glaube ich, noch. Wäre aber noch nicht sinnvoll, gescheite zu kaufen. Gibt's auch diese Dreiachser. Die gibt's auch als Dreiachser, ja. Soll ich uns einen Dreiachser kaufen dazu? Wegen was willst du denn jetzt den... Was denn jetzt? Ja, eigentlich? Darf man allgemein einmal wegen mehr Anhänger haben, weil wir sehen sie ja jetzt schon rein hin und vorne. Ja, weil wir den einen jetzt als Plateau umgerüstet haben und den LKW... Ja. Den einen hab ich und wer tankt jetzt Lupo mit die Kartoffeln ab? Lupo macht jetzt gerade Wasser für die Kühe. Für die Schweine. Also nichts zu tun. Ja. Muss das euch ja im Auge behalten. Aber Lupo braucht, glaube ich, noch ein größeres Wasserfass für die Schweine da oben. Siehst du, ich wollte ja mal was gucken. Kann ich auch noch mal gucken. Also in dem... Da müssten wir schon eins mit... Du kannst ja, das nächstgrößere wäre ja das 32.000 Liter. Das mit Dolly. Ja. Ja, soll ich das kaufen? Mhm. Ja, dann brauchst du entweder einen Dolly dazu oder einen LKW. Erstmal, weiß nicht, LKW, brauchen wir einen LKW? Nee, nicht wirklich, oder? Ich kauf erstmal eben den. Ja, die Frage ist, was geht jetzt bei die Schweine da an Wasser rein? Ja, das ist jetzt die Frage. Lass doch erstmal warten, bis. Aber wir brauchen ja allgemein für die Kühe oben, für Milch später. Später, ja. Lass doch jetzt erstmal gucken, was da reingeht. Bevor wir jetzt hier wieder sinnlos Geld ausgeben. Ist es nicht sinnvoll, unsere Zusammenkunft? Lupo, hast was vergessen? Wie kommst du denn da drauf? Wie kommst du denn da nur drauf? Du warst gerade bei den Schweinen und jetzt fährst du wieder weg. Du hast den Schlauch vergessen, oder was? Ja. Dann bringe ich den Tiertransport. Brauchen wir den noch? Oder erstmal warten? Hau Eck erstmal. Der kostet bloß Miete. Ja, dann machen wir jetzt erstmal Grundversorgung einmal bei den Schweinen. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal pennen oder so, ne? Wenn das überhaupt reicht, der Schweinefutter bis morgen. Ja, du kannst ihn nur so zurückgeben, du brauchst ja jetzt nicht zum Händler fahren. Jo. Ist ja was gemietet. Ja, hol ich nicht da wieder.
So, was ist jetzt hier 1? Gerade drauf zufährst. Da, wo die 1 an der Wand steht. Ja, das habe ich von weitem nicht so gesehen. Komm mal eine Brille kaufen. Hast du hier auch was reingekippt? Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Ich muss erstmal Abkippseite, sonst hänge ich hier am Dach fest. Hattest du jetzt schon Stroh hier reingeschmissen, Andi? Einen Ballen. Oh, der ist ja halb voll fast, Schweine. Soll ich welche mit noch reinschmeißen? Der Hand oder im Radlader holen? Ach, Scheiße! Was denn nur schon wieder? Ich komme jetzt gerade viel zu vorn. Ich meine, ein Radlader, der große wird hier nicht reinpassen, ne? Hat man ja gesagt. Ja, hol doch. Ich würde echt den kleinen Manitou vorschlagen. Kleinen Mami. Yeah. So, was kostet uns der Spaß denn? 69.000, das geht ja noch. Was denn? Der Manitou. Ich sitze schon drin. Ich sitze schon drin. Ja, nun warte noch mal, du brauchst ja noch was. Die normalen Ballenspieß oder willst du, was willst du haben? Was doppelt. Den doppelten. Bei Teleskoplader gibt es nur den einen. Ja, dann nehmen wir den einen. Nützt ja nichts. Ich guck mal eben was. Moment, ob man den hier umkonfigurieren kann. Frontlader, Teleskoplader. 13. Nö. Bitteschön. Jo. Aber noch was muss ich mitnehmen? Ich habe noch eine Anhängerkupplung hinten dran. Haben wir nichts. Gut, dann fahre ich dahin. Boah. Dran gewöhnen, dass er Knicklenkung hat. Ja, so ist das. Der sieht komisch aus von hinten. So, Freunde, damit ist die Folge aber auch schon wieder zu Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao.